Also, wir wollten eigentlich was zu trinken mitnehmen, aber Frank trinkt es ja halb auf. Er hat auch schon mal gesoffen. So viel, so viel. Und also, wir machen jetzt eine Schnitzeljagd. Da ist Sandro. Der schreibt jetzt den ersten Tipp. Wir machen dann unsere Augen zu und lassen ihn für 6 Minuten weg. Aber das ist dann ein Cut. Also, bis dann. Ciao. So, jetzt hat der Sandro schon einen Zettel, den legt er uns hin und wir dürfen den in In sechs 6 Minuten Minuten erst. und wir cutten jetzt halt bis 6 Minuten. Bis dann. Leute, hallo Frank. Wir dürfen jetzt den Zettel anschauen. Wir haben jetzt 6 Minuten gewartet. Aschewäscher weg. So, wo steht er? Also, ich lese vor, okay. Das kann man, glaube ich, schlecht lesen. Ja, Sandro schreibt immer nicht so leserlich. Da, wo das Bike springt und wo die Luft schießt. PS, Daddy. Okay, ich weiß schon wo. Jetzt mal alle Zettel mit. Frank hat hier Wasser aufgefüllt und wir gehen jetzt da mal hin. Bis dann. Also wir müssen jetzt hier so entlang den Weg. Ciao. Leute, da sind wir jetzt angekommen. Hier ist auch eine große Rampe, die haben wir gebaut zum Fahrradfahren. So, jetzt müssen wir mal Ausschau halten nach einem Zettel. Schau du mal da auf der Seite und ich schau auf der. Schau mal unter der Rampe hier. Ja, deswegen. Nein, hier ist eine Zeitung. So, und hier haben wir, der hat ja auch geschrieben, wo man mit der Luft schießt. Und da haben wir mal, haben die ein bisschen so mit dem Luftgewehr rausgeschossen. Also komm, ja, suchen wir hier. Sag, wenn du was hast. So, wir sehen uns dann wieder, wenn wir irgendwas finden wahrscheinlich. Leute, wir haben jetzt noch nicht gefunden, aber wir sind ja fleißig am Suchen. Hier drunter, nee. Hier ist ein Messer. So, ich glaube, dass wir es schon irgendwann finden werden. Bis dann. Leute, wir haben es gefunden. Ich liebe Pizza, steht da drauf. Wir müssen dahin, wo wir vorher waren. Scheiße. Also, wir sehen uns dann da hinten an der Pizzabude, wo wir vorher schon waren. Ciao. Wir sind jetzt hier und suchen jetzt mal den Zettel. Hier ist nämlich die Pizza und Eisstand. Müller macht es nicht. Dahinter. Nee. Hier in dem Ding. Da ist auch nichts offen. Hier ist dem Bike, das Bike von dem Pizza-Ding, wie man das nennen mag. Hier ist nichts. Und man müsste da doch ziemlich auffällig sein. Vielleicht hat das irgendwie ins Mo oder hier drunter. Nein. Hast du was? Nein. Oh Gott, Der hat bestimmt irgendwie richtig offensichtlich gemacht. Und wir sehen das nicht, weil wir viel zu viel auf Details achten. Also wir suchen jetzt das und kommen wahrscheinlich, also machen wahrscheinlich das Video weiter, wenn wir was haben. So Leute, wir haben es jetzt gefunden. Also Frank hat es gefunden, das steckt hier drin. Ich habe doch gewusst, dass es offensichtlich macht. Also wir lesen es jetzt mal vor, warte. Ich mach's hier auf. Da, wo die Leute in den Bus steigen. Bürgerbus und innen drin. Oh Mann, jetzt müssen wir vor mein Haus. Schau, da ist mein Haus. Und da ist der Bürgerbus. Ach, ganz umsonst gelaufen. Also wir sehen uns am Bürgerbus. Jetzt hier am Dorfbrunnen. Und hier ist das Bushäuschen, das Bürgerbushäuschen. Und wir schauen hier jetzt ganz, ganz genau. So, wir sehen uns wieder, wenn wir irgendwas. Ich hab's. Es war echt offensichtlich. Oh, ich wollte nicht. Einfach in der Bank gesteckt. Hm. Da, wo die Kinder spielen. PS im Baum beim Spielplatz. Okay. Bis dann. Wir gehen zum Spielplatz. Das ist ganz schön weit da hinten. Um die Ecke noch. Ciao. Wir sind jetzt hier am Spielplatz. Oh, das ist, glaube ich, das Handtuch. Warte. Nein, das sind zwei kleine Kinder, glaube ich. So, irgendwie hier im Baum. Er sagte ja. Okay, ich hab's. Ich geh rauf. Du musst ja nicht rauf, du kannst einfach nur. Kletter da hoch und dann. Seht ihr es hier? Da, gut. So, jetzt Frank, mach auf. Und ich lese vor, weil Frank kann es nicht so lesen. Ja, halt's noch. Du kannst schon lesen, aber nicht so. Da, wo die Kinder spielen Fußball. Ich wusste, dass er am Bolzplatz geht. Oh Mann.
Okay, dann gehen wir jetzt am Bolzplatz. Bis dann. Wir sind jetzt am Bolzplatz und haben es auch gefunden. Danke an der kleinen Hilfe. Ja. Danke ihm. Hier steht. Mach mal auf. Oh, Alter. Und ich trinke meinen. Meinen Apfelsaft dort, wo ich ihn bekomme. Dieser dumme Affe. Also wahrscheinlich ist er wieder bei mir, weil da hat er den Apfelsaft bekommen. Wir gehen jetzt zu mir nach Hause nach da unten. Bis dann. Jetzt hier und Sandro sitzt hier auf der Bank und trinkt seinen Apfelsaft. So, ich würde sagen. Zeig mal alle Zettel. Ja, mach ich. Wir lesen die alle nochmal vor, Leute. Ja. So, das war jetzt der erste, den macht der Sandro gerade auf. Da, wo das Spike springt und da, wo die Luft schießt. Aber Leute, da ich habe ja gesagt, dass da, wo die Luft schießt, habe ich Luftgewehr gemeint. Aber das war nicht dort gelegen. Ja, genau. Und dann hat das in das Quad reingesteckt. In das Quad habe ich es dann reingesteckt. Und dann habe ich ich liebe Pizza. Ja. Das war ja der Zettel hier. Ich liebe Pizza. Ja. Und dann war das, nein, das war dann, und ich, nein, das hier, da wo die, nee. Da wo die Leute in den Bus einsteigen, ja, PS genau. Bürgerbus. Ja, genau. Innen drin. Und dann hier Spielplatz oder so? Da wo Kinder spielen, PS im Baum beim Spielplatz. Da wo Kinder spielen, Fußball. Ja. Und dann der letzte, an ich, und ich trinke an meinen Apfelsaft da, dort wo ich ihn bekam. Und das ist bei mir heim. Warum habt ihr so lange gebraucht? Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da, weil das war ziemlich anstrengend für uns. Und ja, Frank, was sagst du noch dazu? Ja, das war mein erstes Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Oh ja, und abonniert uns und lasst ein Like da. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch was in die Kommentare schreiben. Ja, schreibt auf jeden Fall. Also, ciao, Leute.